Vorzeitige Wehen, so schlimm war es für Denise Capet mit Gravis als wirklich. War es zu viel Stress? Vergangene Woche musste Denise Capet mit Gravis es mit vorzeitigen Wehen ins Krankenhaus. Und das viel zu früh. Die Ex-Bachelor-Kandidatin war da gerade erst in der 23. Schwangerschaftswoche. 7 Stunden lang musste sie eine ungewisse, von starken Krämpfen begleitete Tortur durchleben. Wir sind fix und fertig, und werden uns erstmal die nächsten Tage etwas zurückziehen. Der Kleine muss jetzt ganz doll durchhalten und noch drin bleiben, erklärte die 27-Jährige damals in ihrer Instagram-Story. Die Trennung von Ehemann und Vater des Kindes Pascal hat wohl Spuren hinterlassen. Statt seiner Ex-Frau und werden Mutter beizustehen, ist der BTN-Star jedoch lieber feiern gegangen, was ihm die Fans ziemlich übel genommen haben. Mittlerweile geht es ihr wieder besser, doch der Schock saß ganz schön tief, wie sie Promiflas verriet. Oh mein Gott, da hast du in dem Moment so eine Angst. Wie jetzt? Was hat das zu heißen? Kommt der Kleine jetzt? Was passiert jetzt? Auch für Denise war diese Situation Neuland. Ich war ja noch nie schwanger, man kennt sich halt nicht aus, man weiß nicht, was mit einem passiert und man hat ewig keine Auskunft bekommen, also das war schon arg schlimm. Bleibt zu hoffen, dass sich die werdende Mama und ihr Baby weiterhin gut von dem Schock erholen.